Hallihallo, meine Lieben! Es ist soweit! Der Monat Mai ist vorbei. Es ist unfassbar. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es wird Zeit für ein Aufgebraucht und Angedüftelt. Ja, ich hoffe, diesmal kriege ich es ein bisschen schneller hin, euch das zu zeigen als die letzten Male. Gefühlt hatten wir ja gerade erst unser letztes Aufgebraucht. Aber ich gebe mein Bestes, dass es ein bisschen... dass es ein bisschen besser läuft. Aber besser spät als nie, ne? Lange Rede, gar nicht so viel Sinn. Ja, ich habe ein bisschen was gedüftet. Ich habe meinen Karton hier. Wartet mal ganz kurz. Schauen wir mal. Aber bevor ich es vergesse, folgt mir gerne auf Instagram. Ich muss da immer dran denken, ne? Folgt mir ja gerne. Da zeige ich euch jeden Tag, was ich düftele. Da zeige ich euch immer, was ich unter meine Lampen stelle. Da nehme ich euch so ein bisschen mit. Da gibt es ein paar Kurzreviews. Schaut einfach vorbei. So, das hätten wir auch. Jetzt zeige ich euch mein Kartönchen. Das ist er. Mit einigen, hoppala, leeren Mails. Mit ganz vielen leeren Tütchen. Wo ich schon Angst habe, nachher in der Bearbeitung, was ich da wieder alles einblenden muss. Aber gut, wir kriegen das alles hin. Das sortiere ich gleich. Und einigen Kerzen. Ich habe ein paar Kerzen aufgebraucht. Ich muss aber auch dazu sagen, es sind keine großen Kerzen. Es sind zwei große Kerzen. Dazu muss ich aber nochmal was sagen. Und es sind vier kleine Kerzen. Vier kleine Kerzen, die leer gegangen sind. Die habe ich aber auch erst teilweise gewarmert. Und dann habe ich sie gebrannt, einfach weil sie dann schon so ein bisschen auch teilweise ausgewarmert waren. Und dann wollte ich sie aber nicht wegkippen, sondern dachte mir, ach komm, dann stellst du noch hin, hast ein schönes Ambientelicht, dann können die noch hier abbrennen und dann sehen sie noch hübsch aus. Weil man kann ja auch, wenn man warmert, wenn, also kleiner Tipp, kann man die Kerzen danach trotzdem noch brennen, das ist gar kein Problem. Ihr warmert die einfach wieder an, versucht den Docht ein bisschen aufzurichten, wartet ein bisschen, bis das Wachs wieder fest wird und dann zieht ihr einfach den Docht wieder mittig und das Wachs wird kalt, fest. Und dann könnt ihr ganz normal den Docht anzünden und dann brennt ihr euch auch in den meisten Fällen gut runter. Also es kann auch mal sein, wenn der Docht ein bisschen verrutscht ist, dass er dann vielleicht ein bisschen nicht ganz so sauber abbrennt. Aber eigentlich, also ich habe damit nie Probleme, mache ich ganz oft so, dass ich Kerzen erst wärmere und wenn der Duft dann schwächer wird, dass ich die dann einfach abbrenne. Weil ich dann noch länger was von der Kerze habe oder die Hoffnung habe, ich kriege dann noch irgendwas raus oder sie einfach hübsch aussieht. Und ich sie ambientemäßig hier bei mir anhaben will. Okay, lange Rede, gar nicht so viel Sinn. Ich habe leckere Kerzen aufgebraucht. Und ich habe euch noch vier Düfte rausgesucht, die ich diesen Monat unter meinen Warmern hatte. Ich hatte vier mehr Kerzen hier an. Aber ich kann euch einfach nicht alle zeigen. Und ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Da zeige ich euch immer, wenn ich eine Kerze unter meinen Warmer stelle, dann kriegt ihr immer mit, was in dem Monat aktuell bei mir so am Düfteln ist. Ich habe jetzt einfach Düfte rausgesucht, die mir diesen Monat sehr gut gefallen haben, die gut in den Mai gepasst haben, die ich sehr gerne gedüftelt habe. Genau, ich würde sagen, ich trinke jetzt ein Schlückchen Tee, sortiere meine Mails. Ihr kennt das Spiel schon, ne? Business as usual, never touch a running system. Und ihr hört dabei ein bisschen Musik, holt euch vielleicht noch schnell ein Käffchen oder einen Tee oder eine Limonade, je nachdem wie das Wetter ist. Momentan ist es nicht so, eher ein bisschen grau und finster, aber das wird alles, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir legen los, damit wir gleich über die Düfte sprechen können, weil erfahrungsgemäß wird das Video immer ein bisschen länger, ne? Das ist ja immer eine etwas langwierige Angelegenheit bei mir, diese aufgebraucht, wo ich mich auch so frage, mein Gott, wie viel kann man eigentlich quatschen? Aber... es passiert einfach, meine Lieben. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bin ich wieder. Es gab jetzt noch ein bisschen zu sortieren, weil ich habe hier, ihr könnt es sehen,
einige Sensi-Proben durchgedüftelt. Da können wir jetzt alle drüber sprechen, wie die Düfte warm so performt haben aus den neuen Kollektionen. Da fragt ihr mich ja. Ansonsten querbeet. Es ist auch ein bisschen handmade dabei dieses Mal, weil ich ja mit der lieben Susanne ein Tauschpaket gemacht habe. Da war einiges auch an Handmade dabei. Ansonsten jo, einmal bunt durchmischt. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer mit Sensi an. Das sind meine Sensi-Bars, die leer gegangen sind. Hoppala. 5 Stück an der Zahl. Ja, ist okay. Ich muss aber auch gerade sagen, ich bin gerade nicht so Sensi-verrückt. Naja, es geht. Ich teste mich halt ganz gerne durch die neuen Düfte durch, einfach weil ich krankhaft neugierig bin und immer wissen muss, wie die neuen Düfte schnuppern, ob da irgendwas dabei ist, was mein Herz erwärmt. Ich bin aber auch gerade dabei, so ein paar ältere Schätzchen einfach aus meinem Fundus aufzubrauchen, weil wenn die, keine Ahnung, 2-3 Jahre da in meinen Kisten vor sich hin siefen, werden sie auch nicht besser, ne? Bei Handmade müssen wir ja auch schnell aufbrauchen, aber auch industrielles Wachs wird nicht besser. Und gerade auch Sensi, was ja auch so schwitzanfällig ist, was heiße Temperaturen angeht, wird auch nicht besser, wenn man die ewig irgendwo lagert. Auch wenn sie kühl und dunkel gelagert sind bei mir. Deswegen habe ich auch so ein paar ältere Schätzchen einfach aufgebraucht, die jetzt bei mir rumwaberten und ja, die auch mal zu ihrem Recht kommen dürfen, ne? Weil es nützt ja auch nichts, wenn man die ganzen Schätze irgendwo hat, sie aber nie düftet. Naja, mit dem auch sei. Wir fangen an mit dem Pink Lemon Water. Ich glaube, korrigiert mich, war der letztes Jahr im Katalog? Ist der letzten Sommer gekommen? Oder den Sommer davor? Ich glaube, letzten Sommer. Und ja, das ist ein schöner, sanfter Rosenduft. Ich rieche eindeutig das Rosenwasser und ich rieche auch eine Zitrusnote. Ich finde, im Kalten kommt eindeutig mehr die Rose durch. Das ist wirklich so eine sanfte, cremige, rosafarbene, süße Rose. Und wenn man den aber warm macht, wird der mehr zu einer Rosenlimonade, weil da die Zitrus, diese Zitrone einfach viel mehr durchkommt und er bekommt so was Spritziges, Helles, Erfrischendes. Ist ein guter Performer, also wirklich war der nämlich sehr gut warm. Ich habe den sehr gerne gedüftet. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Bar von dem Pink Lemon Water. Könnte schon sein. Ist ein schöner, solider Rosen-Zitronen-Limonaden-Duft von Sensi. Ist nicht mein liebster Rosenduft von Sensi. Aber es ist einer, den man durchaus machen kann. Ich düfte den ganz gerne. Und wie gesagt, er performt auch anständig. Dann habe ich jetzt aus der Live the Garden Collection den Apple Parsley aufgebraucht. Da hatte ich ja noch 2 Bars hier. Ich habe die gesamte, nicht die gesamte Garden Collection. Ich habe den Apple, ich habe den Lavender und ich habe den Chamomile. Die 3 habe ich. Es gibt ja noch einen Pineapple und einen Strawberry, die beiden habe ich nicht. Habe ich ja die Kollektion hier und von dem hatte ich halt auch 2 Bars. Und jetzt ist mein 2. Bar auch alle. Das ist ein schöner, herber, saurig, spritziger grüner Apfel. Als würdet ihr wirklich in so einen grünen Apfel reinbeißen. Und dazu hat er noch so ein bisschen sowas Grünkrautiges mit dazu. Sehr herb, sehr spritzig, sehr fresh, sehr clean. Ich habe den immer in der Küche gedüftet, einfach wenn ich gekocht habe oder wir gebacken haben. Und ich wollte, dass es sauber, dass es fresh bei mir riecht, dass einfach dieser ganze Essensgeruch rausgehen soll, dass es einfach gut und sauber riechen soll. Dann habe ich immer den Apple Parsley in meine Duftlampe gepackt, in die elektrische. 2 Brocken, top Performance. Kann ich nicht meckern. Der sagt Hallöchen, der liefert ab. Ja. Apple Parsley ist ein schöner, herber, saurer, grüner Apfel. Das, was ihr auch eigentlich auf dem Label hier sehen könnt. Mochte ich sehr gerne. Jetzt ist er alle, ist okay. Ich rauche ihm jetzt nicht hinterher. Es ist jetzt keine Liebe, aber ich habe ihn sehr gerne gedüftet. All You Need Is Love, das war, glaube ich, einer von den Bring Back My Bars. Warum ich mir den als Full Size geholt habe, weiß ich nicht, weil der Duft ist, der ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Ich habe den jetzt in der Küche aufgedüftelt, der hat so einen Foodie-Einschlag. So einen süß-cremigen Foodie-Einschlag, aber ich finde auch so etwas Mannliches. Der erinnert mich so ein bisschen an den Almond Cream. Kennt ihr noch den Almond Cream von Sensi? So in die Richtung. Die hat auch so einen leichten Stich ins Ungewisse, so ein bisschen was drüber ist, so ein bisschen was
muffiges und All You Need Is Love ist nicht so mein Ding. Das ist nicht ganz so schlimm, aber der geht schon so in die Richtung und der war mir einfach too much, zu aufdringlich. Der war, der hatte irgendwie keine schöne Note, wenn er an war. Der war okay, der waberte da so hin, der hatte so ein bisschen diesen Foodie, cremigen, vanilligen Foodie-Touch, so, pff, ja, okay. Ich habe ihn meistens angemacht, wenn ich auch meine Kaffeekerze in der Küche anhatte, dann wurde der Kaffee noch so ein bisschen cremiger, so ein bisschen süßer, so im Match war das okay, aber so solo gedüftet, All You Need Is Love, passt übrigens perfekt hierzu, ne? Not my cup of tea, brauche ich jetzt nicht. Performance war aber anständig. Vanilla Cream, der war ein bisschen schöner, aber geht auch in die Riege, so ein bisschen, ich glaube, der war auch von dem Bring Back My Bars, der ist so ein bisschen unspektakulär, einfach, wo ich mir so denke, okay, das war ein Bring Back My Bar, also das war halt so ein cremiger Vanilleduft. Ja, so ein süß, cremig-zuckriger Vanilleduft, so Foodie. Hatte ich auch oft mit der Kaffeekerze zusammen am Morgen an. Aber das war jetzt nichts Uniques oder es war nicht so richtig reichhaltig, schlotzig wie Butter, Vanilla Bean Buttercream, wo man denkt, okay, das ist so ein richtiger Hello Vanilleduft. Und der war so, der war auch nicht sonderlich intensiv. Der war auch so ein bisschen 0815, aber vom Duftcharakter hat er mir besser gefallen als der All You Need Is Love. All You Need Is Love, richtig, ja. Ich sehe gerade, mein Stuhl ist hier nicht richtig. Also, der ist so ein bisschen schief. Da werde ich gleich ganz unruhig, wenn es nicht... Ist es besser so? Ja, jetzt ist nicht mittiger, ne? Sonst kriege ich einen Anfall. Ja, Vanilla Cream, ja, kann man machen. Ist aber nichts, was man braucht, wenn ihr mich fragt. Ja, aber okay, den habe ich gedüftet und jetzt ist er weg. Ein Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Aber wo ich gemerkt habe, es ist jetzt langsam nicht mehr die richtige Jahreszeit für ihn. Er liegt aber im Club und er wird auch noch eine Weile drin bleiben. Und zwar der Sweet Plum Pastry. Ist einfach ein wunderschöner Bakery-Pflaumenkuchen-Duft. Den hatte ich auch in der Küche an. Den hatte ich immer an so graueren, tristeren Tagen, wenn mir so ein bisschen nach was Kuscheligerem war. Oder wenn wir backen wollten und ich noch so ein bisschen dieses Aroma verstärken wollte. Ja, wahrscheinlich kennt ihr alle Sweet Plum Pastry. Der ist der Bakery. Ihr riecht schon fast so diesen buttrigen Blätterteig. Und dazu halt so eine saftige, sirupartige, sämige, süße, dunkle, fast schon so drüber matschige, klitschige Pflaume. So ein Pflaumenkuchen, ne? So ein Pflaumenpie. Ihr wisst, was ich meine. Wunderschöner Duft, Top-Performance, mag ich sehr gerne. Ist so ein Foodie-Klassiker, aber jetzt merke ich einfach, jetzt ist er mir langsam zu schwer, zu viel, zu Foodie. Es ist jetzt Zeit für meine Sommer-Foodie-Düfte, ne? Aber im Herbst werde ich den dann wieder rausholen. Wie gesagt, ich habe ihn ja im Club liegen. Ich habe mir da so einen kleinen Vorrat angehäuft, weil er einfach schön ist. Den kann man sehr gut machen. Das waren die Bars. Jetzt geht es gleich weiter mit den ganzen... Oh Gott, oh mein Gott, warum habe ich die denn nur alle gedüftet? Oh, ich bin ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Jetzt geht es zu den Pröbchen, die wir jetzt zusammen durchsprechen. Und zwar einmal von Sensi den Aristocats. Den hatte ich von der lieben Susanne ins Tauschpaket. Immer wenn sie das Sterntütchen, wenn ich euch die zeige, sind die von ihr. Aristocats ist ja einer von den, naja, doch relativ neuen Disney-Düften von Sensi. Er hatte mich interessiert, weil ich glaube, in der Duftbeschreibung auch Kirschblüte irgendwie steht. Kirschblüte oder was anderes, frag mich jetzt nicht was. Und ich bin ja schon so ein Kirschblütenmädchen. Ne? Wisst ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos öfter guckt, ich liebe Kirschblüte. Aber Sensi Bars mit 10 Euro ist eine Hausnummer, ne? Und ja, der war schon sehr schön. Ich hatte hier ihn im Wohnzimmer an, in der elektrischen Duftlampe, 2 Brocken. Es ist kein krass intensiver Duft, aber es ist ein schöner, sanfter, cremiger, weicher, runder, ganz leicht parfümiger Kirschblütenduft. Für mich kommt der nicht für Frucht durch. Für mich ist es wirklich so ein Kirschblütenduft wie der von Goose Creek. Sehr cremig, sehr weich, so ein bisschen pudrig. Die wunderschöne, saubere, gepflegte Kirschblüte ist ein sehr schöner Kirschblütenduft, wie gesagt, nicht der intensivste. Ich habe Kirschblütendüfte in meiner Sammlung, die so ähnlich sind, die in die Richtung gehen, also bräuchte ich jetzt nicht das Bar. Aber wenn man jetzt keinen hat und sagt, ich will einen wunderschönen Kirschblütenduft
von Sensi. Würde ich jetzt nicht den Cherry Petals empfehlen, den mag ich gar nicht. Der ist mir viel zu kirschig und brausig, nicht mein Geschmack. Aber den Aristocats, das ist ein schöner Kirschblütenduft von Sensi, den kann man machen. Aber wie gesagt, ich habe genug hier, ich würd mir den jetzt nicht nochmal holen, weil er könnte auch ein bisschen mehr knallen. Ist okay, ist halt so gesanft, wabernd, aber würde auch ein bisschen mehr gehen. So, wartet mal, gab es nicht drei aus der Muttertagskollektion? Ah, da ist er. Okay, da haben wir ihn. So, das sind die drei Muttertags-Kollektionsdüfte. Die habe ich alle gedüftelt. Zwei fand ich sehr schön. Jetzt muss ich mich nur noch mal dran erinnern, welchen ich jetzt schön fand. Ach, herrje. Oh Gott. Also den fand ich erstmal nicht so gut, den Kindness. Das weiß ich schon. Daran kann ich mich erinnern. Der hatte, glaube ich, so eine frische Wäschenote. Es war Magnolie und Moschus. Also ja, war schon sehr frische Wäsche mit Blüten. War nicht ganz so meins, ne? Taufrisches Grün hebt die anhaltenden Noten von Magnolie und weißem Moschus hervor. Wie gesagt, so ein blütiger, frische Wäscheduft war okay. Bräuchte ich jetzt aber nicht zwangsläufig. Oh Gott, welcher war denn jetzt hier? Also einen fand ich richtig gut. Ich glaube, ich muss noch mal, wenn es euch interessiert, welchen ich jetzt wirklich richtig gut fand, ich rate jetzt gleich, guckt auf Instagram meine Story, da habe ich ein Story-Highlight, das heißt Sensi LE. Da speichere ich alle Sensi-Düfte, die ich so Limited Edition-mäßig anschnuppere. Da gebe ich euch ja immer so eine kurze Mini-Review in der Story. Und da habe ich auch die kurz gereviewt und zu einem habe ich dazu geschrieben, dass das Bar einziehen muss. Und den finde ich gut. Da wird auch das Bar in den Club wandern. Ach, welcher war? Beide waren schön, aber einer kam warm richtig schön raus. Wartet mal, soll ich mal kurz gucken? Wartet mal, wir schauen mal jetzt kurz nach vorbei. Wir haben ja Zeit, meine Lieben, ne? Tessa hetzt uns ja hier keiner. Können wir ja nachgucken, wartet mal. So, zack, zack, zack. Sensperation. Da, das war der und der war, das war der, okay, also, ich fand den Strength, das ist der, den ich, glaube ich, am besten fand, ne? Wartet mal, den hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das der, den ich mir in den Club packen möchte. Ja, denn er hatte sowas so ein bisschen wie Duschbadmäßiges, sowas sanft wässriges, gepflegtes. Und dann war aber diese Ananas so wunderschön da drin. Ananas und Mango? Nee, Nektarine. Mango war der andere. Aber den mochte ich, weil das so ein sommerliches Duschbad irgendwie war. Das fand ich nice. Den Swang werde ich mir wohl in den Club legen. Nektarine versüßt frische Ananas mit einem sanften Hauch von sonnengereifter Zitrone. Und dann als drittes war der Courage. Ich weiß nicht, vielleicht knalle ich mir auch beide rein. Mal gucken, wie voll der Club ist. Die fand ich jedenfalls beide sehr schön. Genau, der ist so ein bisschen fruchtiger. Da kommt die Mango raus. Der ist eher so ein bisschen floral, fruchtig, so wässrig. Und der ist hier süßer, fruchtiger, tropischer. Mochte ich auch sehr gerne. Kräftige Himbeere und rote Mango gehen in rosa Amber über. Ja, so Himbeere explizit habe ich jetzt da nicht gehabt, weil Himbeere und ich wären schwierig. Aber den mochte ich auch sehr gerne. Der war auch schön. Ja, Muttertagskollektion gelungen. Meistens gefallen mir die Muttertagskollektion von Sensi ganz gut. 2 von 3 kann man für meine Nase machen. So, dann kommen wir jetzt zu der Black Raspberry Collection. Diese Sensperation-Reihe. Da fangen wir mal mit dem Standardduft an, der auch so immer im Sortiment drin ist. Und zwar Black Raspberry Vanilla. Ja, das war halt ein süßer, cremiger, vanilliger Beerenduft. Der war in Ordnung. Den kann man gut machen, der ist solide. Ja, den kennt man aber auch schon, ne? Das ist Beeren und Vanille. Ist solide. Köstliche, sonnengereifte Beeren mit einem Hauch von Vanille.
Ja, kann man machen. Black Raspberry Linen. Der duftet gerade bei mir im Badezimmer. Das ist so ein bisschen frische Wäsche und Beere. Hat für mich was leicht Säuerliches. Nicht so meins. Nicht so meins. Der wird mir irgendwie, wenn er warm wird, wird es kein Pink Cotton. Pink Cotton ist ja auch Baumwolle, pinke Beeren und noch irgendwas. Der hatte was leicht Säuerliches irgendwie. Das ist nicht ganz so meins. Frische dunkle Beeren bringen Schwung in warmes Leinen. Ja, man hat so diesen Leinencharakter, dieses, wie gesagt, Säuerliche. War nicht so meins. Black Raspberry Frosting. Ich glaube, den fand ich beim Anschnuppern gar nicht, aber warm war der in Ordnung. Das war halt so ein dekadenter, schlotziger, süß, cremiger Beeren-Frosting-Duft. Der war okay. Wenn man so eine Foodie-Nase ist, wenn man Beeren mag, wenn man so eine Buttercreme-Düfte mag, dann glaube ich schon, dass man da auf seine Kosten kommt. Die Performance war auch gut. Ach, wartet mal. Marshmallow-Schaum und Buttercreme versüßen tief dunkle Beeren. Black Raspberry Sangria. Der war random. Also bin ich ganz ehrlich, das war einfach nur so ein Beeren-Fruchtpunsch. Ja, habe ich einfach schon zu oft gerochen. Gibt es in mannigfaltiger Ausführung. Aber es geht mir immer so, jeden Sommer machen ja die einschlägigen Duftkerzenfirmen so Sangria-Düfte, so Limonadendüfte. Die gehen für mich immer alle. Das könnte jetzt hier der Black Raspberry Sangria sein, das könnte aber auch genauso gut der Strawberry Lemonade sein. Ja, Black Raspberry Sangria, wie gesagt, das sind diese Limonadendüfte, die es im Sommer so gibt. Bin ich einfach nicht so ein großer Fan von. Kann ich düften, ist in Ordnung, ist hübsch, aber ob jetzt den oder den. Saftige dunkle Beeren und leuchtende Orange mit einem Spritzer Fruchtnektar. Und dann noch den letzten Black Raspberry Woods. Den fand ich ja im Anschnuppern echt schön. Ich muss allerdings sagen, dass er mich kalt jetzt nicht so umgerissen hat. Also das war halt so eine etwas tiefere dunkle Beere, parfümig. Das war schon okay, aber es war keine Liebe. Ne? Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, was für ein toller Duft oder oh, der ist unique und den finde ich toll und der muss es jetzt sein. Der war okay. Also ja, tiefe Wälder spenden Schatten für wilde dunkle Beeren. Das war mir aber eigentlich klar, dass die Raspberry Sinspiration Collection jetzt nicht mein absoluter Liebling wird. Aber man kann ja nie wissen, ne? Man kann ja auch überrascht werden. Manchmal gefallen ja auch einem Dinge, wo man das gar nicht so gedacht hätte. Aber ja, da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, oh ja, da bräuchte ich jetzt das Bad. Da hat mich die Muttertagskollektion viel mehr überzeugt. Und jetzt geht's weiter mit der Mental Health Collection. Ich glaube, die ist ja momentan auch zu haben. Genau, die kann man sich auch bestellen. Anfangen tun wir mit Chamomile and Vanilla. Das war ein schöner, cremiger, fast schon dumpfer, staubig, naja, der war so sehr, sehr dumpf, so ein bisschen dröge. So ein bisschen so ein dröger Kamillenblütenduft. Der ist nicht so wie aus der Life the Garden Collection. Der ist ja so ein bisschen zitrischer, so ein bisschen spritzig, so ein bisschen fruchtig, der Kamillenduft. Sondern der war hier sehr dumpf, sehr cremig, sehr gesetzt einfach. Die Kamille kam ganz schön raus. Er war hübsch. Er war auch ein guter Performer, den habe ich richtig gut wahrgenommen. Aber er war mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu dröge so. Der ist wirklich, also wenn man wirklich auf so ganz cremige, sanfte, geschmeidige Düfte steht, dann könnte der schon was sein. Dann hat er was auf alle Fälle. Ich fand auch die Kamillennote sehr schön. Aber für mich persönlich, wenn ich mir so überlege, wann düfte ich den? Kamillenblüte und reine Vanille sorgen für einen Moment der Ruhe. Ja, der war wirklich so ganz, der war so ganz geerdet und so ganz still und ruhig und entspannt. Ja, Chamomile and Vanilla. Kann man machen.
Ja, jetzt muss ich die wieder auseinanderhalten. Rosemary and Mint, genau. Den hatte ich gestern in meiner Lampe. Ich muss sagen, ich war ein bisschen von dem enttäuscht. Den habe ich nicht gut wahrgenommen. Ich dachte ja, das würde ja so ein richtiger ätherischer Vigvaporub-Duft werden. Ich fand den... Also ich hatte einen Brocken im Teelicht. Eigentlich nehme ich die dann immer gut wahr. Ich habe den kaum gerochen. Also der war für meine Nase fast nicht da. Ich habe mal so geschnüppert. Ich habe auch rumgeschnüppert. Aber ich habe ihn irgendwie nicht wahrgenommen. Der war nicht so explizit für meine Nase da. So ein bisschen sowas leicht minzig-ätherisches, aber I don't know. Sagt mir gerne mal, wie für euch die Performance war. Vielleicht auch, wenn ihr das Bar habt und zwei Brocken gedüftelt habt. Ich fand den so ein bisschen, der war mir einfach nicht präsent genug. Frische Gartenminze in Begleitung von Rosmarinöl und Eukalyptus sorgen für belebende Frische. Ja, der war einfach von der Performance her nicht mein. Der hat mich nicht umgerissen. Ah, na, kommst du wohl. Dann Blue Lavender and Bergamot. Den fand ich viel schöner. Den habe ich auch richtig wahrgenommen. Das war ein schöner, krautiger, herber, ätherischer Lavendel. Wie so ein Lavendelsäckchen. Das war so ein richtig, als würde man so Lavendel haben, die so zwischen den Fingern reiben. Und der war richtig ätherisch und krautig und lavendelig und da ein bisschen herb, wahrscheinlich auch durch die Bergamotte. Den fand ich gut. Bei dem könnte ich mir überlegen, mal so ein Bar vielleicht irgendwie, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, so ein bisschen dieses ätherische einatmen will. Den fand ich gut. Also der war auch von der Performance gut, der war präsent, der war da, die Lavendel war schön. Den mochte ich. Würde ich den. Lavendel, Bergamotte und ein Hauch von Eukalyptus lassen sie mit jedem Atemzug regenerieren. Ja, den fand ich gut. Der war wirklich anständig und wie gesagt auch schön da. Ja, Blue Lavender and Bergamot. Da muss ich nochmal überlegen. Ne? Wie gesagt, je nachdem wie voll auch mein Club ist, ne? Muss ich noch ein bisschen abwägen. Und dann Lemon and Mandarin. Lemon and Mandarin. Ich glaube, der war mir auch so ein bisschen dröge. Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, der riecht aber eigentlich ganz gut. Ich glaube, der war auch sehr cremig und so ein bisschen dumpf. Aber der hatte mir besser gefallen als der Kamillenduft. Ich glaube, der war ganz schön. Ein Zusammenspiel aus Maya, Zitrone und Mandarine sowie ein Hauch von Limette heben die Stimmung. Das war für mich auf keinen Fall so ein Reinigerduft, das weiß ich noch. Sondern der hatte auch so wieder so was leicht dumpf cremiges. Und man hat auch richtig die, nicht nur Zitrone, sondern irgendwie, keine Ahnung, Tangerine ist auch drin, oh meine Güte. Ja, den fand ich ganz, ganz hübsch. Aber wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich unbedingt einen Bar brauche, weil ich und zitrische Düfte, schwierig. Also sie sind immer okay für mich. Aber da ist selten Liebe. Außer Zitronenkuchendüfte. Die lassen wir jetzt mal außen vor. So rein zitrische Düfte ist selten Liebe. Obwohl ich so Mandarindüfte schöner finde als so reine Zitronendüfte. Oder Orangendüfte. So, meine Lieben. Das waren die Scentsy Limited Editions, die ich im Monat Mai alle so gedüftelt habe. Meine Güte, eine Menge, ne? Aber okay, so ein Brocken im Teelicht hält euch so einen halben Tag, einen Tag. Und dann ist der auch durch, weil er halt im Teelicht die ätherischen Öle ja schneller verbrennt. Da zum Anschnuppern und zum Ahnung kriegen ist das völlig in Ordnung. Dafür soll es ja auch sein. Aber in der elektrischen Duftlampe mit zwei Brocken habt ihr natürlich 1 bis 2 bis 3 Tage was davon. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber das ist ja nur zum Testen und zum Eindruck kriegen und zum drüber quatschen. Ne? Okay, weiter geht's. Scentsy sind wir durch. Weiter geht's mit Kringle und Country Candle. Von Country hatte ich nur einen Duft diesen Monat in der
Eine Lampe, also ich hatte Kerzen. Ne? Meinen geliebten Cupcake. Wie heißt denn der? Cupcake? Fällt mir der Name nicht ein. Nicht Cosmic Cupcake. Cake Pop! Cake Pop, mein Gott. Cosmic Cupcake Pop. Also auch verwirrt, ne? Aber es macht kann für auch so geile, kuchige Düfte. Ne? Das ist auch so schwierig, da alle auseinanderzuhalten. Ich hatte eine Lampe von den neuen Frühlings-Sommer-Düften. Strawberry Lemonade. Den fand ich ganz hübsch. Wie gesagt, auch wieder so ein Limonadenduft. Ich hatte ja auch schon beim ersten Anschnuppern so gesagt, dass das wohl nicht meins sein wird, weil Erdbeere und Limonade, Erdbeere per se schwierig. Aber der ging, weil der für mich jetzt nicht Erdbeere rauskam, sondern sowas Fruchtiges, Beeriges irgendwie. Aber auch sehr viel Zitrone, so ein bisschen gezuckerte Zitrone. Der war sehr sprudelig, sehr brausig, sehr limonadig. Dadurch wurde die Erdbeere, die Beeren nicht zu muffig, zu eklig. Der war nicht so cremig, sondern der war fresh. Der war erfrischend durch die Zitrone. Das war in Ordnung. Der war okay. Den konnte ich gut düfteln, den hatte ich in der Küche an. Der hat ordentlich Ballett gemacht, den konnte man sehr gut wahrnehmen. Das Daylight hat super performt. Ja, war ein schöner, sommerlicher Limonadenduft, den man durchaus düfteln kann. Bräuchte ich jetzt aber kein Glas von. Ne, weil ich einfach nicht so ein Limonadenmädchen bin. Kringle Candle. Da habe ich den... Ich glaube, wir sind jetzt auch durch mit den Kringle und Country Sommer-Frühlingsdüften. Ich glaube, ich habe jetzt alle für uns, wir zusammen haben jetzt alle hier gedüftelt. Und zu jedem gibt es eine Review. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Ich glaube, wir sind damit jetzt durch, meine Lieben. Jetzt müssen wir bis Herbst warten, ne? Bis die neuen Herbstdüfte rauskommen. Im Mai. Schauen wir mal, wann die kommen, ne? Jedenfalls habe ich den Gardenia gedüftelt. Den hatte ich, glaube ich, in der elektrischen Hälfte und dann auch später im Teelicht eine Hälfte. Das ist ein sehr intensiver, sehr, sehr floraler Duft. Der ist... Ich habe wirklich diesen... Ich finde, das schwingt auch ein bisschen Flieder mit. Was sehr florales, so ein Weißblüher. Passt schon so ein bisschen herb, ein bisschen parfümig. Und ich könnte mir vorstellen, so für Blumennasen, die so ein bisschen dazu neigen, Kopfschmerzen zu bekommen bei floralen Düften, könnte der gefährlich sein, weil der schreit schon Hallöchen. Für so richtige Blumenkinder, die können das ab. Ich fand den auch ganz schön. Ein bisschen schwer, ein bisschen altbacken. Noch ist es okay, aber es hat die Tendenz. Es hat die Tendenz, mag ich ja, wie gesagt, ich mag ja auch so eine Oma-Rose oder so, bin ich ja voll am Start. Aber es hatte so eine Tendenz, altbacken und sehr schwer zu werden. Ja, muss man gucken, ob man damit klarkommt oder ob der vielleicht zu viel floral ist, weil der ist schon, da ist man schon im Blumenkorb gefallen, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt nicht so schnittgrün oder so, ne? Das auf gar keinen Fall. Das ist absolute florale Blütenblätter-Bombe hoch 10. Und dann habe ich aufgedüftet den Eucalyptus and Cotton. Ja, Label ist ja ein Träumchen, finde ich sehr, sehr hübsch, sehr clean, sehr sleek. Auch die Kerze würde mir richtig, richtig gut gefallen von der Optik her. Der Duft, es ist halt ein frischer Wäscheduft, meine Lieben. Es ist ein herber, leicht stechender, sehr cleaner, trockener, frische Wäscheduft. Als würdet ihr Handtücher erst so mit so einem Vollwaschmittel waschen und dann mit so einem im Trockner nochmal trocknen, dass es so warm und trocken und so ein bisschen herb und sauber und so nach Waschpulver riecht. Wenn er warm wird, ist er überraschend sanft. Da wird er ein bisschen runder, ein bisschen sanfter, ein bisschen geschmeidiger. Ich musste auch das ganze Daylight ins Teelicht schmeißen. Halbes Daylight habe ich nicht so gut wahrgenommen. Der war da sehr dezent. Mit dem ganzen Daylight hat er allerdings laut Hallöchen gerufen. Da war er denn da. Die Kerze, wenn die jemand hat, kann er gerne mal sagen, wie die Performance da ist. Ja, also ist ein frischer Wäscheduft. Wenn ihr frische Wäsche düfte mögt, könnte das was für euch sein. Für mich war er zu herb frische Wäsche oder zu waschpulverig, sagen wir es mal so. So, wie gesagt, das waren jetzt, glaube ich, alle Frühlings-Sommer-Düfte aus diesem Jahr. Und dann habe ich jetzt auch noch den, letztes Mal habe ich ja euch ja den Cashmere-Duft gezeigt, der da rausgekommen ist, den Cozy and, nee,
Cozy ist der Cashmere, oder ihr wisst, welchen ich meine. Ne? Den hatte ich euch im letzten Aufgebrauch gezeigt. Und diesen Monat habe ich den Cozy and Warm in meiner Lampe gehabt, aus dieser Limited Edition. Und der ist auch sehr schön. Es ist ein schöner, runder, cremiger, süßer Kaffeeduft. Das ist wirklich ein Kaffeeduft für Kaffeeanfänger, die sagen, okay, ich möchte keine herbe, bittere Kaffeebohne, sondern ich möchte so einen weichen, cremigen, süßen, milchigen, so ein bisschen mit Sirup gesüßten Milchkaffee haben. Also das ist wirklich ein Kaffeeduft, wo ich sage, ja, vielleicht musst du auch noch das Glas einziehen. Ich habe jetzt meine wunderschöne Lampe, wo auch große Kringelgläser drunter passen. Und ja, der ist ja, glaube ich, schon gerade so im Herbst, wenn es so, ja, wenn so graue, düstere Morgen sind und ich hier den kleinen Nikita gebracht habe und Homeoffice mache, dann so diesen schönen Kaffeeduft, der hier so durch die Gegend wabert im Wohnzimmer. Und ach ja, also der ist schon wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, sehr weich, sehr cremig. Überhaupt nicht herb, sondern ein ganz runder Kaffeeduft für Anfänger. Glaube ich, ist der richtig schön für den Einstieg. Gibt ja auch Daylights und Melts, wenn ihr nicht gleich die große Kerze haben wollt. Und ja, ich finde diese LE wirklich gelungen. Ich fand den Kuschelduft wunderschön, wo ich mit mir hadere. Und ich fand hier auch den wunderschön. Also wenn ich da mal irgendwie einen Schnapper sehe, schlage ich zu, weil wunderschöne Düfte. Wunderschön, kann ich nicht anders sagen. So, das war Kringle & Country. Jetzt machen wir weiter mit Goose Creek. Da habe ich einmal hier so ein Tütchen. Da ist jetzt kein Klebchen drauf, aber ich weiß, dass es der Passion Fruit Beach Party ist. Ich blende euch einfach den Tumbler ein. Gibt es auch als Melt. Das ist ein schöner, spritziger, fruchtiger Duft. Der hat ein bisschen was Säuerliches. Der hat aber auch was Süßes dabei. Ich finde schon, dass der auch so diesen Passionsfruchtcharakter hat. Ich meine, eine Passionsfrucht, wenn man Glück hat, ist die ja nicht nur krachesauer, sondern hat dieses süß-säuerliche, ich liebe Passionsfrucht zu löffeln zum Frühstück, köstlich. Und das bringt ja schon mit. Der ist schon ganz schön. Der hat auch noch so eine unterschwellige Cremigkeit mit drin. Mag ich ganz gerne. Brauche ich jetzt nicht zeigen. Aber bräuchte ich, glaube ich, nicht die Kerze. Ne? Also eine Kerze jetzt nicht, aber so ab und zu mal düfteln. Da finde ich den schon ganz hübsch. Performance ist auch klasse. Dann habe ich aufgebraucht, einfach weil ich ja auch den Tumbler hier habe und deswegen das Melt jetzt nicht mehr brauchte. Cotton Vanilla Breeze, einer meiner absolut liebsten frische Wäschedüfte. Einfach weil der ist nicht nur frische Wäsche. Ihr habt die frische Wäsche, die Bettwäsche, die ihr gewaschen habt, die ihr im Trockner habt, die kommt raus, die ist noch so ein bisschen steif. Ihr bezieht eure Betten damit. Die ist so ganz sauber, so ganz clean. Nicht unbedingt scharf, aber ihr habt noch so ein bisschen so dieses saubere, dieses Trockene einfach vom Trockner. Und dann habt ihr einfach diese Cotton, diese Baumwollblütennote, diesen ganz leicht Moment. Und dann dieser cremige, nee, nicht unbedingt, noch ein bisschen cremige, süßliche, leicht säuerliche Vanillejoghurt. Das ist so Vanillejoghurt, der damit schwingt. Das ist nicht nur so Foodie Vanille, sondern es ist so ein Vanillejoghurt. Der hat auch so einen ganz leichten, säuerlichen Unterton und einfach die Kombination und dann noch so frische Luft. So, oh mein Gott, ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft im Schlafzimmer. Ich habe da auch oft in meinen Tumbler stehen. Einfach, weil ich es liebe, wenn ich die Betten frisch bezogen habe. Und das mache ich relativ häufig, weil ich liebe frisch gewaschene Bettwäsche. Einfach frisch geduscht, frische Bettwäsche, frischer Schlafanzug und dann ins Bett schlüpfen, gutes Buch und diesen Duft an. Und ich bin im Himmel. Es ist wirklich Entspannung und Wohlgefühl pur. Und ja, Cotton Vanilla Breeze, einer meiner absoluten Lieblinge, was frische Wäsche angeht. Ne? Also ist ja nicht immer so einfach. Gibt ja auch viele, die mir da wirklich nicht gefallen, aber der ist traumhaft schön. Genauso traumhaft schön und da werde ich, wenn es nochmal einen richtig guten Sale gibt, zuschnappen und mir die Kerze besorgen, weil der Duft wirklich toll ist. Klemmschell ist schon aufgebraucht. Emerald Palm. Der ist ganz, ganz klasse. Ich glaube, viele lieben ihn. Ich sehe die Kerze schon öfter auf Instagram, weil es ist ein traumhaft schöner Duft.
der einfach so in die Richtung von Starburst Sky geht, von Mon Amour, von Kringle oder von Starburst Sky von Sensi. Das ist einfach dieser Cloud, dieses Parfüm Cloud oder Baccarat Rouge, aber nicht ganz so punchy wie Baccarat Rouge, sondern eher so dieses fruchtige, marshmallowige, süße, wohlige, zuckrige. Ach, der ist einfach schön. Ihr wisst bestimmt, wie der riecht. Wenn ihr diese anderen Düfte kennt, und ich glaube, jede Duftnase kennt die mittlerweile, dann wisst ihr auch, wie Emerald Palm riecht. Emerald Palm hat vielleicht noch so ein ganz leicht herb, nee, nicht herb, so einen grün-wässrig-süßen Moment. Der hat noch so eine ganz leicht wässrige tropische Note mit da drin. Toller Duft. Performance der Melts ist für mich so Mittelfeld. Es gibt von Goose Creek welche, die besser performen, aber es gibt auch welche, die schlechter performen. Der ist für mich Mittelfeld. Und ich habe auch schon von ein, zwei Duftnasen gehört, dass die Kerze auch eher, sie wabert, sie ist da, aber sie wabert eher. Sie ist jetzt nicht so auf die 12, ne Hallöchen, hier bin ich, sondern eher so ein bisschen wabernder Raumduft. Aber der Duft ist so schön, da kann man das, glaube ich, in Kauf nehmen. Und wie gesagt, wenn es da mal einen guten Schnapp gibt, werde ich zuschlagen bei Emerald Palm, weil, ja, wunderschöner Duft, wunderschöne Kerze. So, weiter geht's mit Kennel Warmers. Da habe ich zwei Melts leer gemacht. Einmal den Let's Go Girls. Den fand ich ja beim Anschnuppern so wunderschön, weil es so ein pinker, parfümiger, girly Duft ist. Das ist einfach so ein Happy Scent. Hat ein bisschen was Cremiges, auch vielleicht ein bisschen was fruchtig-florales. Ja, das ist einfach so ein, ich mag so parfümige, feminine Düfte. Da bin ich immer vorne mit dabei. Finde ich total schön. Allerdings muss ich sagen, Performance in der elektrischen Duftlampe, er waberte auch eher. Ich habe ihn schon wahrgenommen, aber er hätte mehr knallen können, eben weil er so wunderschön ist. Und dann habe ich ihn ins Teelicht gemacht, da kam er dann schon besser raus für mich, in meine Nase. Oh, aber der Duft an sich ist so schön. Oh, der ist so toll, der Duft. Da ist drinne Jasmine Red Berries und Peony. Also Jasmin, rote Beeren und Pfingstrose. Ein wunderschöner Duft. Und dann habe ich hier, da habe ich euch ja auch auf Instagram mitgenommen, da haben wir jeden Tag einen anderen von diesen Triple Fragrance Wax Melts Floral Romance. Ihr könnt das ja sehen. Hier sind drei so eine Kammern und in jedem dieser Kammern sind immer zwei Brocken von dem jeweils gleichen Duft. Einmal Sweet Peony, das war ein schöner, cremiger, süßlicher Duft, so ein Pfingstrosenduft, ja, aber nicht so fruchtig, eher so süßlich und cremig und dezent wabernd. Pink Blossom war für mich so ein Kaubonbon, so ein fruchtiges Kaubonbon, so in Richtung in Angel Experiment 365, keine Ahnung, ihr wisst, welchen ich meine, von Sensideen. Und Spring Love Spell, der war so ein bisschen brausiger, der hatte fast schon so einen Champagner-Moment, der ging so ein bisschen, hatte so eine Anlehnung an den Pure Wonder von Bath & Body Works, aber nicht ganz so rosig, eher so andere Blüten. Ein bisschen Pfirsich vielleicht auch mit dabei. Also das war eher so ein sprudelnder, ich brauche jetzt nicht dran riechen, weil da waren drei verschiedene Düfte drin. Der war eher so ein bisschen sprudelnder und prickelnder, und aber nicht herb, sondern schon süß. Ich mochte die Düfte gerne, die waren schön. Aber auch wieder, ich glaube, ich würde sie eher im Teelicht düfteln, weil in der elektrischen Duftlampe, sie waberten eher. Sie waberten vor sich hin. Aber an sich sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöne Düfte. Hat mir sehr gut gefallen, halt Floral Romance. Ja, das schreit ja mein Name, ne? So florale Sachen. Bin ich am Start, ne? Was soll ich sagen? Mag ich einfach sehr, sehr gerne. So, jetzt kommen Düfte aus dem Shop von der lieben Manuela von Geschenketrends 24. Da habe ich ein bisschen was aufgedüftet. Und zwar einmal IBM Creations, April, Dandelion Pier. Den fand ich sehr schön. Der braucht allerdings das Teelicht für meine Nase. Da kommt er einfach besser raus. Und es ist ein schöner, frisch, fruchtiger Duft, so ein bisschen wässrig. Aber er hat auch einfach diesen leicht herben, grünen, frische Luft-Charakter, der immer mit
der Pusteblume mit diesen Dandelions immer so einhergeht. Ne? Ihr kennt ja auch bestimmt den Fresh Picked Dandelions, einfach dieses leicht zitrisch-frische, luftige so. Und dann noch mit der Juicy Birne, schöne Kombination. Wirklich schön. In der Lampe kommt der auch schön rund raus, mochte ich gerne. Aber wie gesagt, das ist einer von den IBMs, der braucht das Teelicht. Dann performt er einfach besser und schöner. Oh, da ein Duft, den ich, oh, den finde ich auch so traumhaft schön. Ne? Cheerful Candle, Lavender Vanilla. Ihr wisst ja schon, ich bin ein kleines Cheerful Girl und ich habe den hier aufgedüftet, weil es einfach so ein schöner Lavender-Vanilla-Duft ist. Es ist nicht so ein typischer. Das ist nicht so wie der von Kringle oder der von Goose. Sondern der ist hier viel krautiger. Der ist viel krautiger und parfümiger. Und im Hintergrund kommt eher so die Vanille-Tonka-Note raus. Der erinnert mich immer, wenn er warm ist, an den Libre von Yves Saint Laurent und das Parfum. Das hatte ich euch ja auch schon mal in meinem Tierfuhr-Video gesagt. Oh, das ist einfach so ein schöner, krautiger, leicht süßlicher Lavendel. Mit dieser parfümigen Note. Der ist anders, der ist unique. Ich mag ihn sehr gerne. Die Melts performen so in der elektrischen Duftlampe so Mittelfeld. Die nehme ich schön wahr, die hauen mich aber auch nicht um. Kommen aber in der elektrischen Lampe gut raus. Da kann man die sehr schön düfteln. Zweimal hier im Wohnzimmer gedüftet, einmal im Schlafzimmer gedüftet, weil ich da einfach auch diese krautigen Lavendel. Der hat auch sowas cool. Ach, der ist schön. Der ist wirklich schön. Ja, muss ich mir überlegen, ob da noch ein Gläschen einzieht, weil, ja, der ist schon, das Gesicht eben, ne? Der ist schon wirklich schön und auch das Label ist schön. Und ich liebe einfach diese Apothekergläser und diese großen Labels, das ist einfach genau meins, ne? Aber das hatte ich ja schon öfter erzählt, dass ich das einfach wunderschön finde. Und das ist ein toller Duft dieser Art, aber doch anders. Und dann, oh mein Gott, den liebe ich ja auch so, der ist auch so schön, ne? Also auch generell, die Marke ist toll. Buttercup Candles Limoncello Cupcake. Das ist auch ein Duft, meine Lieben. Der schreit Hallöchen. Das ist ein pudrig-staubiger Zitronenkuchen. Der geht so in die Richtung von Cosmic Cupcake, aber der hier ist noch zitroniger. Der ist so richtig... der ist einfach da, der ist präsent und der nimmt den Raum ein und der ist so yummy und trotzdem ist der aber auch nicht zu schlotzig und zu schwer, sondern einfach durch diese pudrige, staubige Note und ach, der kam hier im Wohnzimmer wunderschön raus, in meinem großen Wohnzimmer mit zwei Brocken und dann hatte ich ihn auch nochmal einen Tag in der Küche. Ich kann, ja, ich mochte ja auch den Cereal, Saturday Morning Cereal oder irgendwie so auch von Buttercup. Auch so wunderschön, der ist noch so ein bisschen süßlicher, nicht ganz so zitrisch wie der, aber hat auch eine zitrische Note, aber auch diesen staubigen Charakter. Wunderschön, Buttercup macht tolle Düfte, ich bin in love mit der Firma. Also da hatte ich, glaube ich, noch keinen Duft, der mich enttäuscht hat. Die haben ja auch so einen wunderschönen frische Wäscheduft. Wenn es euch interessiert, das müsste in meinem letzten Geschenketrends-Video sein, wo ich das Paket auspacke. Da ist der, glaube ich, mit dabei. Der geht in die Richtung von Goose, den Vanilla Cotton Breeze. Der geht in die Richtung... Der ist auch so ein Traum. Performt auch so gut. Der wird auch auf alle Fälle in meinem Frische-Wäsche-Video mit dabei sein, weil er ist auch so wunderschön. Und Dieter hier auch, der liefert ab. Der... wunderschön. So, und dann, da hatte ich euch ja auch ein kleines Reel zu gemacht. Ich glaube, das ist schon online, wenn das Video hier kommt. Da hatte mir Manuela was zum Testen geschickt. Und zwar ist es irgendwie so eine neue Reihe. Die probiert sich da gerade so ran zu testen, ob die Düfte was taugen, ob sie gut sind. Und hatte mir drei Düfte zum Anschnuppern und Testen geschickt, wie ich die so finde. Natürlich habe ich sie gleich schon in eine Lappe geschmissen, weil ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin krankhaft neugierig, was das angeht und muss immer sofort wissen, wie das denn schnuppert und wie es performt. Ich hatte alle drei schon in meiner Lampe. Zwei sind jetzt hier schon im Aufgebraucht mit dabei. Und zwar Classic Farmhouse Candles Artisan Scent Collection. Das sind wohl... biologische, das ist die Ökolinie sozusagen von Classic Farmhouse und auch die Verpackung ist komplett aus Pappe, also kein Plastik, ne? Ihr habt ja kein Plastik dabei.
Ja, auch die Mels sind sehr, sehr hübsch. Guckt euch einfach auf Instagram mein Reel an, wenn euch das interessiert, wie die Mels aussehen. Da habe ich auch ein Melting-Video zu gemacht. Und das ist hier Cherry on Top. Gott, rieselt da noch ein bisschen was raus, ne? Ach, jetzt sind hier überall die kleinen Wachsbrocken verteilt. Naja, gut, muss ich nachher eh den Tisch abwischen. Aber was ich mache, ich muss hier ein bisschen aufräumen, sonst geht es nicht. Genau, Cherry on Top von der Performance. Also ich würde euch empfehlen, diese Melts im Teelicht zu düften. Im Teelicht kommen die viel besser raus, meiner Meinung nach. Sind so Mittelfeld, ein bisschen unteres Mittelfeld, aber im Teelicht gut wahrzunehmen. Der hier war auch noch stärker wahrzunehmen, der Cherry on Top. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen Kirschnasen, Kirsch-Erdbeernasen, das war für mich so ein Mix, hier voll auf ihre Kosten kommt. Der hat noch so einen leicht cremigen Charakter, aber ohne zu... Also der hat jetzt nichts von dem Unicorn Kisses, ne? Dafür ist die Kirschnote zu präsent. Für mich war er okay, weil ich bin jetzt nicht so Kirsch- und Erdbeerdüfte, ihr wisst, das ist jetzt nicht my cup of tea, ich kann die mal düfteln. Aber ich glaube, für alle Nasen, die so Kirsch- und Erdbeerdüfte mögen, so ein bisschen was Cremiges, ich glaube, die werden ja richtig on fire sein, weil der Cherry on Top geht genau in die Richtung. Ist ein schöner Duft, ich habe den gerne hier bei mir gedüftet, war in Ordnung. Ist jetzt aber nichts, was 100% meins ist, ne? Weil wie gesagt, das ist einfach nicht so meine Duftrichtung. Aber ich habe ihn gut wahrgenommen, der war angenehm. Cherry on Top, kann man machen. Und dann hier genommen meins, und zwar der Café Latte. Ja, ich liebe ja Kaffeedüfte, ihr wisst es. Und der war auch so hübsch mit Kaffeebühnchen verziert. Natürlich habe ich den sofort in meine Lampe geschmissen. Und das ist ein schöner, cremiger Kaffeeduft. Der hat auch ein bisschen was Süßliches mit dabei. Aber ich würde schon eher sagen, das ist so eine Tasse Kaffee mit Milch. Der ist nicht super herb, ihr habt jetzt nicht explizit die Kaffeebohnen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Kaffee mit viel Schnickschnack, sondern wie hier drauf steht, Kaffeelatte. Das bekommt ihr auch. Ein cremiger, schöner Kaffee. Ganz dezent was Süßes. Nicht unbedingt zu Foodie, nicht so unbedingt irgendwelches Karamellgedöns, sondern nur so einen ganz leichten Hint off. Sehr cremig, sehr rund. Mochte ich sehr gerne. I like. Kaffee ist halt Kaffee, ne? Was soll ich da sagen, ne? Das mag ich einfach hier, ne? So, jetzt kommen wir hier mal zu den Handmade-Sachen. Oder sagen wir mal eher zu den deutschen Handmade-Sachen. Und zwar einmal Wohlfühlmomente war in meiner Lampe. Pink Strawberry Zucker und Cake Better Ice Cream. Der war okay. Der waberte eher dezent. Der war jetzt nicht so intensiv. Ich hatte ihn aber auch in der elektrischen Duftlampe in der Küche. Der war in Ordnung. Aber hat mich jetzt auch nicht so umgerissen. Ne? Der war okay. Kann man machen. Ist, glaube ich, eh so eine Custom, ne? Ob man da nochmal so rankommt. I don't know. Dann hatte ich von der Wachsmacherei Lavendelzucker. Den hatte ich im Badezimmer an. Von dem habe ich ja auch ein Clamshell. Und ach, der ist so. Das ist ein zuckriger, süßer, runder, cremiger Lavendelduft. Oh, Dani kann einfach Lavendeldüfte, ne? Da, was soll ich da sagen? Ach, der war schön. Der war fantastisch. Wie gesagt, hatte ich im Bad an. Boah, große Liebe. Ganz, 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 ganz toll. Dann habe ich ein bisschen Bär gedüftet. Einmal habe ich da So Magical in der Lampe gehabt. Ich muss allerdings sagen, der war leider schon drüber. Ich habe noch einen genau aus dem gleichen Jahr auch. Der ist sogar noch älter hier. Der So Magical war leider drüber. Da habe ich nichts mehr wahrgenommen. Am Tütchen war das noch so ein schön cremig, parfümiger, vielleicht leicht floraler Duft, mochte ich gerne. Es war so ein kleines Einhorn. In der Lampe im Teelicht kam leider nichts mehr bei rum. Da habe ich einfach zu lange gewartet. 2021, ne, ist auch schon 3 Jahre her. War einfach drüber. Hingegen der Blue Agave and Cocoa Type, auch aus 21, von der lieben Bea, war der Knaller. Der hat noch fantastisch gedüftet. Ich liebe diesen Type. Das ist ja ein Parfum-Type von Jo Malone. Da gibt es auch das gleichnamige Parfum. Und auch viele Duftfeen haben diesen Type. Und es gibt den auch von IBM. Da habe ich ihn auch. Hier ist der auch genauso wunderschön. Der hat performt. Der war weich, der war cremig, der war parfümig, der war leicht herb. Der hat diesen uniken Stich ins Ungewisse.
Performance im Teelicht war der Knaller. Mehrere Tage hatte ich Freude an dem fantastischer Duft. BS Wexbergry Luftschloss, da habe ich leider wieder nicht so viel wahrgenommen. Der war im Bad an, irgendwas Parfümiges so ein bisschen. Der waberte so, zu dem kann ich gar nicht viel sagen. Und dann habe ich jetzt schweren Herzens aufgebraucht, aber einfach auch, weil es auch aus 21 ist und ich jetzt da mal langsam ranmachen muss. Ich habe den immer aufgehoben, weil ich den Duft so sehr liebe, weil es für mich einer der schönsten Honig-Milchdüfte ist, die es gibt, und zwar Cleo's Secret. Das ist so ein Cleopatras Badduft, ne? Also einfach warme Milch mit Honig, aber so ein warmer, weicher, cremiger, parfümiger Honig. Auch vielleicht ein bisschen Amber mit dabei. Der ist so, so, so schön. Er war jetzt leider nicht mehr ganz so intensiv, wie er mal war. Ich habe ihn aber noch wahrgenommen, zum Glück. Traumhaft schön, aber er musste jetzt aufgebraucht werden, weil aus 21, ich muss jetzt mal an meine Bea-Schätze ran. Ich horte die immer, weil ich die so wunderschön finde, aber es bringt ja nichts, sie ewig hier in meiner Kiste zu lassen und dann, ja, sind sie drüber, ne? Das ist ja super schade. So, dann habe ich ein bisschen was von Duftmädchen gedüftet. Einmal die Sommernacht. Das war so ein parfümiger Duft. Der war, glaube ich, ganz schön. Er hatte so einen leicht maskulinen Einschlag für meine Nase. So was leicht Rasierschaummäßiges, aber ein angenehm. So was Cremiges, Parfümiges, so leicht Herbes. Der war schön. Den mochte ich gerne. Hat, wie gesagt, im Bad an. Und dann hatte ich ganz viel von dieser Kaffee Collection, die sie zusammen mit der lieben Susanne von Lufttresor gemacht hat. Leute, ich weiß nicht mehr. Ich fand die schön. Ich habe hier Dark Symphony, Kaffeekränzchen, Genießermomente und Coffee Cooler. Das waren alles schöne Kaffeedüfte. Ich hatte sie in der elektrischen Duftlampe. Da waberten, es waren so, nur so eine kleine Testerlis, da waberten die schön den Vormittag über hin, vor sich hin, ne, zur Kaffeezeit. Mochte ich alle. Wenn euch die nochmal interessieren, guckt in mein Tauschpaket. Da habe ich die ja angeschnuppert in epischer Breite und auch die Duftbeschreibungen vorgelesen. Waren schöne Kaffeedüfte. Mochte ich alle sehr, sehr gerne. Kann man düften. Wie gesagt, Kaffee, ne? Ja, bin ich dabei. Nicht am Start. Liebe ich. Und dann habe ich noch von der lieben Claudi von So Fragrance bei Duftmädchen die Vintage Rose aufgebraucht. War ja auch eine Custom. Ja, ich muss mich jetzt hier mal an meine ganzen wunderschönen Düfte machen, weil ich heb die immer auf und horte die und traue mich nicht. Aber es bringt ja nichts, es bringt ja nichts. Den habe ich zum Glück noch schön wahrgenommen. Die Vintage Rose ist ein schöner, parfümiger, etwas schwererer, runderer, gesetzter Rosenduft mit vielleicht auch so einer leichten Leder- oder Lace-Note. Ich weiß es gar nicht genau. Wunderschön. Vintage Rose kann man machen. Wenn Claudi den noch anbietet, weiß ich nicht. Ist auch aus 22, ist also schon ein bisschen her. Aber ein sehr schöner Rosenduft. Und dann habe ich noch zwei Düfte leer gemacht von der lieben Susanne von Dufttresor. Sie hat ja auch YouTube und sie hat ja auch einen Shop. Und da zum einen habe ich gedüft Licht der Nacht. Den hatte ich im Schlafzimmer an. Und den habe ich geliebt, weil es war so ein ganz cremiger, kuscheliger, parfümiger, mit so einem leichten Unisex-parfümigen Moment Lavendelduft. Der war cremig und kuschelig und behaglich. Und da habe ich immer abends, so zwei Stunden bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich meine Duftlampe angemacht und kam dann rein, habe mich eingekuschelt und gelesen. Und das war einfach so beruhigend und cozy. Und ach, den fand ich schön. Der kam auch in der elektrischen Duftlampe gut raus. Mittelfeld, er hat mich jetzt nicht umgerissen, aber er war da. Er war schön da in meinem Schlafzimmer. Den mochte ich sehr gerne. Und dann war ich auch ganz verliebt in die Fliederträume. Hatte ich euch ja auch in meiner Story gezeigt. Das war ein wunderhübsches Melt mit so einem Schmetterling. Und ja, es war ein schöner, frischer, floraler Fliederduft. Sehr authentisch. Wunderschön wahrzunehmen hier im Wohnzimmer in der elektrischen Duftlampe. Kann ich nicht meckern. So, das waren meine Handmade-Schätze. Und jetzt kommen wir mal zu meinen aufgebrauchten Kerzen. Als erstes zeige ich euch mal die. Da hatte ich euch ja, glaube ich, schon im letzten Video drüber berichtet. Wundert euch jetzt nicht. Ich hatte es aber, glaube ich, erzählt, ne? Und zwar die Valencia Orange hatte ich ja letzten Monat aufgebraucht vom Homeworks, die. Und ich hatte eine Kerze von Cheerful. Das sind diese
Die sehen so aus wie Honigwaben, wie so ein Honig, also wie so ein Bienennest so ein bisschen. Und die ist mir aber beim Versand, oder die ist beim Versand kaputt gegangen. Da habe ich mich auch übel geschnitten. Ich habe da immer noch eine Narbe von. Ist die jedenfalls kaputt gegangen und ich wollte nicht mehr so düfteln, weil unten alles kaputt war. Und ich habe die dann einfach hier reingestellt und angezündet, habe das praktisch als Holder genommen. Und natürlich unten ist dann das Wachs ausgetreten. Ich konnte nicht bis zum Ende düfteln, aber ich konnte doch ein paar Abende hier anhaben und die ist... Leute, die ist so schön runtergebrannt und so unkompliziert, so eine große Kerze. Ich habe die einfach angemacht und die brannte und brannte und irgendwann, ja, ist halt hier durch das Kaputte, ne? Ist sie halt nicht bis zum Ende runtergebrannt. War aber klar, ich glaube, der hieß Honey Roll, der Duft. Und es war wirklich ein schöner, süßer, na, zuckrig, also honiggesüßter Butter Roll, so ein bisschen buttrig, foodie, so, der war schön. Der war schon schön. Ich habe ihn auch dezent durch den Raum wabern wahrgenommen und die Kerze ist toll abgebrannt. Trotz meiner kleinen Konstruktion hier. Aber ich bin einfach nicht so ein Melt-Gießer, ne? Ich habe dafür nicht die Zeit, nicht die Muße. Und dann hätte ich das da irgendwie abmachen müssen. Und dann hatte ich Angst, dass ich mich da nochmal schneide, weil ich bin auch so Frau Trottelig, ne? Und dann dachte ich mir, was machst du denn? Aber wegschmeißen geht ja auch nicht. Das tut mir am Herzen weh, das schöne Wachs, ne? Dann dachte ich mir, okay, stelle ich hier rein und fackel ich einfach so ab. War okay, war schön, mochte ich. Also ich habe ja noch eine von diesen Wabenkerzen, hatte ich euch, glaube ich, auch gezeigt in meinem Cheerful-Video. Das ist ja der Honey Apple oder Sweet Apple. Auf den freue ich mich schon so im Herbst, weil es einfach so ein richtig schöner, süßer, roter Apfel ist. Ja, ich bin ja ein Apfelmädchen, ne? Ich liebe Apfeldüfte. Da können wir uns schon mal auf was freuen. So, des Weiteren habe ich abgefackelt, und zwar machen wir mit Cheerful weiter, wenn wir schon mal bei Cheerful sind, den Cherry Blossom. Ich hatte euch ja gesagt, ich bin so ein bisschen unsicher, mag ich den nicht, was soll ich davon halten? Und ich weiß es immer noch nicht so genau. Abgebrannt ist die Kerze, ihr könnt es ja vielleicht sehen, ne? 1A, da ist kein Ruß, die ist, jetzt mal, bis zum Ende unten abgebrannt. Ich hatte sie auch erst eine ganze Weile im Schlafzimmer unterm Warmer stehen, also ich habe die eine Weile gewarmert. Und wusste immer nicht so, mag ich den Duft, mag ich ihn nicht. Er ist nicht so typisch Kirschblüte, ist viel fruchtiger, so ein bisschen säuerlich mit dabei. Ich wusste es nicht so wirklich. Und irgendwann wurde er ein Schwächer und dann dachte ich mir, ach komm, stellst ihn hier hin in dein Arrangement, machst ihn an. Ich liebe es ja abends so ein bisschen Kerzenlicht anzuhaben und dann habe ich hier den Rest abgefackelt. Ich glaube, ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal holen. Er war in Ordnung, wie gesagt, so ein bisschen fruchtiger Kirschblüte. Ich mag es ja eher so ein bisschen cremig-pudrig. Aber er war ganz schön, Label finde ich wunderschön und die Kerze ist toll abgebrannt. Ich hatte hier noch ein bisschen Stimmungslicht, nachdem ich ihn gewarmert habe. Und ja, top abgebrannt. Genauso top abgebrannt. Pistachio and Honey. Das ist ja einer von den neuen Düften. Ne? Von den neuen Frühlings-Sommer-Düften. Da hatte ich ja die kleine Kerze. Und ja, die habe ich einfach so oft im Schlafzimmer, vor allen Dingen unter meiner Beacon gehabt. Die war durch. Die hat leider dann irgendwann nach nichts mehr geduftet. Und von daher dachte ich mir, hier sieht man es auch wieder, ne? Auch wieder so wunderschön abgebrannt, bis unten hin, ganz unproblematisch, ohne Schmutz und Verdruss. Wie gesagt, die war ausgewarmert und dann dachte ich mir, okay, kippst du jetzt nicht weg, stellst sie dir hin und hast noch ein Ambiente-Licht und brennst die noch runter. Dann ist sie wirklich vollstens ausgeschöpft und genutzt und ja, toller Duft, süßlich, cremig, so ein bisschen, ja, den Honig, Nuss rieche ich nicht explizit, sondern eher so eine cremige Note, sehr, sehr schön, süß, so ein bisschen was Foodiges, ja, toller, toller Duft, mochte ich sehr gerne, eine sehr hübsche Kerze und ja, sie hat mir gute Dienste geleistet. So, dann habe ich auch erst unterm Warmer gehabt und dann habe ich sie abgefackelt. Einfach, weil ich wissen wollte, wie diese Kerzen auch abbrennen. Und zwar der Lilac von Crossroads. Da ist das gute Teilchen. Ich muss sagen, also ihr könnt ja noch sehen, unten ist noch so ein Sicherheitsrand. Ne? Also erstmal ist die super unproblematisch runtergebrannt. Also ich musste da nie was machen. Angezündet, auch keine Dochtpflege, der Docht sah immer top aus, also keine Ahnung, ob das jetzt so ein Zufall war oder ob das immer bei denen so ist. Top runtergebrannt, ich habe sogar so einen leichten Fliederduft wahrgenommen, der hier so durch mein Wohnzimmer wabberte, aber natürlich sehr dezent. Ich meine, kleine Kerze, großer Raum und dann auch noch abgebrannt,
Unter dem Warmer ist die natürlich viel, viel intensiver, das ist natürlich klar, ne? Auch top abgebrannt. Dann nachher wirklich so, sagen wir mal, die letzten ein, zwei Male, wo sie schon sehr weit unten war, hat sie dann angefangen zu rußen. Könnt ihr sie ja auch sehen. Bis dahin für alle gut. Also, ja, war okay. Wahrscheinlich war sie dann einfach runter und irgendwann, wenn die dann schon so ein bisschen am Flackern sind und kurz vorm Ausgehen, dann kommt auch der Ruß, ne? Das, ja. Aber fand ich nicht dramatisch. Wie gesagt, davor, die Abende hatte ich so ein bisschen Fliederduft hier bei mir. Ich mochte sie sehr gerne. Wie gesagt, sie ist schön runtergebrannt, ohne dass man irgendwas machen muss. Und ich finde auch die Labels so hübsch, ne? Die haben so diesen Vintage-Style so ein bisschen. Mochte ich sehr gerne. Lilac. Ja, toller Duft. Schöner Flederduft. Ja, bin ich sehr angetan von. Und dann habe ich noch abgebrannt von Bath & Body Works den Gigham You Are Loved. Das ist so eine kleine Special Edition, glaube ich. Ja, den hatte ich, also das ist mal so ein Beispiel, den hatte ich jetzt unterm Warmer. Und dachte mir so, boah, Mann, der ist aber ja schön so frisch und floral und so ein bisschen herb. Ich weiß nicht, Veilchen, was ist denn da drin? Ach hier, Blue Freesia, White Peach, Clementine. Wahrscheinlich war es in die Freesia. Ich hatte irgendwie immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, irgendwas. Ich dachte immer an so ein wässriges Veilchen irgendwie. Irgendwas, was mich gestört hat. So, ich dachte, okay, ja, fackelst die ab. Ne? Fackelst die ab. Ich hatte die also mitgenommen, da im Wohnzimmer auf den Tisch gestellt, angezündet und erstmal Duftabgabe. Oh, so wundervoll, einfach dieses kleine Kerzchen. Das ganze Wohnzimmer bis in den Flur rein beduftet. Jetzt nicht mein Wohnzimmer, das ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem alles beduftet. Und wenn man die brennt, ist die 100% schöner als unterm Warmer. Manchmal ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, unterm Warmer, oh, die war mir irgendwie zu, oh, die war so ein bisschen aggressiv da und gebrannt war die einfach ein Traum. Ein süßer, lieblicher, frischer, aber doch irgendwie cremiger, angenehmer Blütenduft. Oh, ich habe die geliebt und die war so unkompliziert, die ist auch einfach runtergebrannt und ach, die war einfach nur, leider, ja, ist noch ein bisschen was drin, aber sie ließ sich nicht mehr anzünden. Oh, war der schön. Oh, der Gingham, ich bin ja sowieso großer Fan von der Reihe. Alle Düfte, ein Träumchen. Und dieser hier gebrannt, Liebe, absolute Liebe. So, meine Lieben, das waren meine aufgebrauchten Kerzen. Jetzt widmen wir uns mal den Kerzen, die unter meinem Warmer standen. Wie gesagt, nur eine kleine Auswahl. Es waren noch weit mehr, aber es würde den Rahmen sprengen. Und ich habe versucht, so ein bisschen die interessantesten, vielleicht auch so ein paar, die neu eingezogen sind, dass wir mal so eine kleine Review hier haben. Aber auch alte Lieblinge, die ich einfach, ja, die einfach wundervoll sind. Zum einen, ich glaube, keine Ahnung, wie lange wohnt er hier bei mir? 2 Monate? Noch nicht so lange. Und zwar von Goose Creek Meadow Sweet Avocado. Da bin ich ja, ja, schlimmes. Anfix Opfer geworden. Label erstmal wunderschön, oder? Mag ich sehr gerne, passend zur Wachsfarbe. Weil auf Instagram hat den ja gefühlt jeder und irgendwie unter seinem Warmer stehen gehabt. Und ich dachte mir so, wie konnte der Duft an mir vorbeigehen? Ich glaube, die liebe Michelle hat ihn auch mal auf ihrem Kanal gezeigt. Und ja, ich war irgendwie angefixt, weil ich ihn immer und immer wieder gesehen habe und dachte mir, okay, brauchst du. Brauchst du? Und Goose hat ja auch immer wieder diesen Sale und ganz viele auch für 13 Euro drin. Und ich glaube, das war auch so einer von denen. Und ja, das ist ein, ich finde, der hat was Parfümiges. Erinnert mich auch an irgendein Parfum, was ich habe, aber ich komme nicht drauf, an welches. Es ist einfach ein frischer, grünlich, wässriger Duft, aber nicht so herb grün, sondern er hat schon so was Liebliches Grünes. Wie gesagt, so ein bisschen parfümig mit dabei. Auch vielleicht was Florales, Orangenblüte, irgendwie so diese Ahnung hat er für mich. Ach, so schön, er hat auch irgendwie was Sauberes, was Beruhigendes. Ja, dieses einfach, dieses Wässrige, dieses Runterkühlende, dieses Erfrischende. Es ist ein wunderschöner Duft für Frühling, Sommer. Performance, oberes Mittelfeld, der ist da, der sagt Hallöchen. Der ist jetzt nicht, dass er ihn nach hinten umschlagen lässt, aber der wabert auch nicht, ne? Sondern der ist schon schön da, der ist angenehm. Und wie gesagt, kühlt alles ein bisschen runter, einfach durch diese wässrig-grüne Note. Aber nicht herb, nicht so herb, sondern er hat schon sowas lieblich-parfümiges. Ja, sehr, sehr schön. Mag ich gerne. Bin ich froh, dass die Kerze hier bei mir wohnt. Dufte ab und zu unter dem Warmer, einfach wenn ich Lust auf sowas Erfrischendes hatte.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ihn jetzt im Sommer noch öfter düftle, einfach durch diese Freshness, die er mitbringt. Einfach, weil er alles so runterkühlt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, aber ein sehr schönes Schätzchen. Und zum Glück jetzt hier auch in meiner Sammlung. Dann den nächsten Tumbler von Goose. Das ist eine alte Liebe, die schon seit Jahren währt. Und auch nicht weniger, doch, die Kerze wird weniger. Ich musste sie schon abgießen. Ich spiele schon mit dem Gedanken, mir ein Backup zu holen, einfach weil ich Angst habe, dass die, obwohl ich glaube, die wird immer wieder nur aufgelegt, weil sie ist einfach so ein classy Duft. Und zwar der Baby Powder. Der Baby Powder, eine große Liebe seit Jahren und für mich einer der schönsten oder für mich der schönste Baby Powder Duft schlechthin. Es gibt ja so einige. Ich glaube, ich kenne gar nicht so viele. Ich kenne den von Sensi, den Newborn Nursery, den mag ich gar nicht, der ist mir viel zu aufdringlich. Ich kenne den von Yankee Candle, der ist... Der ist gar nicht mein Taste. Und dann kenne ich von unseren Handmade-Feen noch den Baby Powder. Der ist mir aber ein bisschen too much. Der ist mir zu pudrig, der ist mir zu intensiv tatsächlich. Der ist mir einfach zu auf die 12. Ich glaube, von Woolwich gibt es noch einen, den kenne ich nicht. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr noch einen richtig guten Baby-Powder-Duft kennt oder sagt, den muss man kennen, den musst du mal testen. Wie gesagt, mehr kenne ich, glaube ich, gar nicht. Mein Favorite ist aber eigentlich dieser wunderschöne... Der ist einfach so cremig. So cremig und, naja, der ist noch nicht mal unbedingt pudrig. Der riecht einfach wie so eine schöne, fast schon neutral riechende, ganz leicht, ich glaube, vielleicht so lavendelig, floral angehauchte Babycreme. Die jetzt nicht so super parfümig ist, sondern eher so sauber und gepflegt und gesund und rein und wohlig einfach ist. Ne? Ich glaube, so eine Babycreme einfach. Der ist nicht unbedingt pudrig, sondern der ist eher so cremig. So ein bisschen so ein Nivea-Moment. Aber der ist auch nicht so auf die 12, sodass du nach hinten umschlägst und du Kopfschmerzen bekommst, sondern der ist so angenehm, der ist so wabernd. Und wenn der im Raum ist, bist du immer auf der Suche, dass du nochmal so einen Wiff von ihm abkriegst, weil er einfach so ein Träumchen ist. Ne? Oh. Traumschön, wirklich. Ich musste ihn schon abgießen. Könnt ihr hier vielleicht sehen, ne? Ha! Yes! Gott, ich muss den abgießen. Es ist schon hart. Und ich kämpfe mit mir, ob der nicht auch noch... Also wenn der mal guten Schnapper ist, werde ich auf alle Fälle Backup holen, weil den brauche ich. Ne? Drinne ist Baby Powder, Lavender and Lemon. Ja. Oh, der ist einfach so... Oh Gott. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge fürs Frühjahr. Immer wenn Frühling wird, freue ich mich auf diesen Duft, weil der einfach so... Der hat sowas Helles, der hat sowas Lebensbejahendes, meine Güte, jetzt macht er ja mal eine große Kiste auf. Aber ja, der ist einfach wundervoll. Schaut ihn euch an, der ist einfach... Es gibt jetzt auch die Melts, der wurde neu aufgelegt unter neuem Namen, neues Label. Schaut mal bei Goose Creek, ich glaube, wenn ihr Baby Powder eingebt, erscheint auch dieses neue Melts. Also ihr könnt euch auch erstmal die Melts holen, ihr müsst nicht gleich den Drei Doktor oder den... Housewarmer holen. Wurde wie gesagt nur aufgelegt und auch März gibt es jetzt. Ne? Renewing oder irgendwie sowas? Nee, irgendwas mit Sky. Blue Sky oder so. Oh mein Gott! Das ist einfach, ist ein Träumchen. Ne? Das kann ich gar nicht anders sagen. Auch einfach eine. Ja. Noch ein wundervoller Duft, aber ich glaube, hier gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, könnt ihr mir gerne mal sagen. Und zwar von Cheerful Candle, der Cloud 9. Für mich ist es ja eine Liebe schon seit Jahren, der wurde mal vor Jahren richtig krass gehypt. Da hatte ich mir mal die Melts geholt und seitdem war er nicht vergessen und jetzt durfte halt auch die Kerze einziehen. Und ich habe von einigen gehört, sie lieben ihn auch, aber auch von welchen, dass sie ihn gar nicht mögen und ich... Bin Teamliebe. Ich sage ja immer, es ist ein Patchouli-Duft. Also ist für mich, da ist kein Patchouli drin, aber für mich hätte einfach dieses Geerdete, dieses Tiefe, dieses Warme, dieses Weiche, dieses Parfümige, ganz leicht Holzige, so ein bisschen was Grünes. Und wenn der warm ist, och, der ist einfach so ein richtiger...
Oh, relaxing. Oh, ich liebe den. Einfach abends anzumachen, wenn man sich aufs Sofa kuschelt. Der ist einfach, der ist auch nicht so aufdringlich, sondern der hilft so beim Runterkommen durch dieses Geerdete, durch dieses leicht Grüne, durch dieses Parfümige, durch vielleicht auch ein bisschen Sandelholz und ja, irgendein parfümiges Holz. Wunderschön. Ich liebe ihn. Ich finde den ganz, ganz klasse. Ja, Cloud 9 ist eine große Liebe von mir. Und darf immer mal wieder am Abend, wenn ich nicht genau weiß, wenn es vielleicht auch ein bisschen kühler ist und ich irgendwas so zum brauche, dann ist Cloud 9 eine ganz, ganz tolle Wahl. Liebe ich. Von Cheerful. Wunderschön. Wunderschön. Und dann habe ich noch unter meinem Warmer gehabt, ich hatte es euch ja, das Video ist glaube ich schon online, mein Notino New In, da hatte ich mir einige Schätze gegönnt, die schon länger auf meiner Wunschliste standen. Und natürlich mussten sie auch gleich unterm Warmer. Es war noch mehr unterm Warmer, aber wie gesagt, ich kann euch nicht alles hier zeigen. Einen wollte ich euch aber sehr gerne zeigen, und zwar von Yankee Candle, der Sage and Citrus. Dufte unter meine Lampe. Ich glaube, man kann es auch sehen, wie weit der runter, warte, meistens Label, wie weit der runter gepult ist einfach. Und ja, es ist ein wunderschöner Duft. Auch im Warmen ist es kein, der ist nicht super intens, ne? Also ich bin froh, dass ich hier meine Lampe habe. Die holt wirklich den Duft schön raus. Er ist Mittelfeld, er ist angenehm da. Könnte noch ein bisschen mehr knallen, aber ich bin zufrieden. Es ist in Ordnung. Das ist einfach für mich einfach der schönste Spa-Duft, den es gibt. Der hat so diesen pudrigen Salbei, dieses Krautige, dieses leicht Zitrische, so ein bisschen was Holziges. Oh, diese pudrige Note da drin ist einfach das Shit, ne? Kann ich nicht anders sagen. Oh, mit dieser Zitrus. Ich liebe ihn, das ist für mich so ein Relaxing-Duft, wenn ich einfach was Unaufgeregtes haben will, wenn ich was will, was einfach gut riecht, was mich so ein bisschen abholt, so ein bisschen runterholt, dann mache ich den an. Ich finde es auch ein schöner Raumduft, wenn man vielleicht Besuch hat, weil der einfach gut, der riecht einfach so nach Wellnesshotel. So wie es schön riecht, wenn man irgendwo ist und sich wohlfühlt. Wunderschöner Duft. Ich liebe den. Es ist ein Classy-Duft, ne? Sage and Citrus gibt es, glaube ich, auch schon jahrelang. Liebe. Wirklich, wirklich schön. Aber ich glaube, ich würde den nicht brennen. Ich glaube, der kommt nicht viel bei rum. Der braucht schon den Warmer und der braucht auch schon einen Warmer, der was aus Kerzen rausholt. Aber wie gesagt, dann ist er im Mittelfeld. Ich glaube, ansonsten ist er zu schwach. Ja, meine Lieben, das war's. Meine Güte, das waren meine aufgebrauchten und angedüfteten Düfte, Kerzen, Wachse, was auch immer im Monat Mai. Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen was durchgelaufen, ein bisschen was aufgedüftet, ein bisschen was angedüftet. Aber ja, ich düftel ja im Winter wie Sommer, da kenne ich ja nichts. Ne? Für mich gehört es einfach dazu, ich liebe es. Und ja, ich hatte wirklich schöne Düfte dabei diesen Monat, kann ich nicht anders sagen. Und ich würde sagen, das war's, oder? Schreibt mir sehr gerne, was euer Highlight war diesen Monat, was euer Dufti des Monats war, vielleicht eure Enttäuschung, was ihr von meinen Kerzen haltet, whatever. Und dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es entspannt angehen, lasst euch nicht stressen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüssi.